Und damit herzlich willkommen zur Folge 33 von dem Bösen in uns, das mir langsam auf den Sack geht. So, in der letzten Folge sind wir an dieser komischen Fahrsequenz vorbei, die uns die Folge davor Probleme bereitet hat. Wir sind übrigens immer noch im zerstörten Crimson City. Dafür haben wir jetzt wieder mit dem Wassermonster zu tun und die liebe Kidman versucht den Synchronschwimmern des SV Crimson City zu entkommen. So, da unten diese Pappnase erledigen wir jetzt mal. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie wir da wirklich entkommen könnten. Upsa, sorry. Sackgesicht! Ich mag nicht mehr. Was ist denn das für eine verdammte Scheiße? Ölfilz, der auf dem Boden kann mit einem Streichholz angezündet werden. Ja, du mich. Ah, Laura! Ah! Hass! Gerechter Hass! Und Klopapier! Da! Ah. Kidman, halte durch! Hilfe, das sind zu viele! Ich kenne diesen verdammten Text inzwischen auswendig! Du da unten, verrecke! Geh baden! Ich brauche mich ja nicht mal zu heilen, es macht keinen Sinn! So, da ist noch einer. Wir unterschwimmen einfach diese Holzpaletten. Oh nein. Nicht ernsthaft. Hä? Das sind ja zwei. Oh, da hat ja auch noch. Oh Gott. Naja, wenigstens sind wir weiter. Aber erstmal heilen. Wenn wir eine Spritze hätten. Also, wenn wir eine Spritze hätten, würden wir uns heilen. Ah! Was war denn das? Verarscht ihr mich jetzt? Oh, ich habe bald keine Stimme mehr vor lauter Schreien. Die Musik gefällt mir gar nicht. What? Oh Gott!
Haut ab! Die Ballade. Oh, voll in den Sack! Die Batterien des Controllers sind gleich leer. Oh, das ist blöde. Lustig, ohne Lampe ist es heller als mit Lampe. Kidman, ich bin's. Deine Mutter. Wenn du nicht gekommen wärst. Ich spare mir jetzt einen Ich-komme-Witz. Warte das für später auf. Da sind bestimmt noch mehr. Pass auf! Los, Kidman, erledige sie! Kidman! Knall den Wichs ab! Danke. Hat einer von euch was für mich? Was war denn das gerade? Das klang gerade wieder wie diese Spezialeinheit. Ja, es ist diese Spezialeinheit. Solange wir ein Streichholz haben, sind wir nicht aufzuhalten. Wir finden in letzter Zeit viel Schleim. Was haben wir denn da unten? Dunkelheit. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik, Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Wow, wo ist denn diese verdammte Klinik? Es gefällt mir überhaupt nicht. Und mir gefällt noch weniger, dass ich gar keine Muni habe. Das sind definitiv Raben mit einem ganz schön heftigen Flügelschlag. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein. Warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Eine Hand. Arm. Mit einer Hand. Ich hasse euch. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass uns einer... Hilfe. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass uns einer dieser Arme anfällt.
Verdammte Puppen. Nein, nicht ich. Sebastian, was ist? Bleib weg. Oh nein. Hallo. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte. Wovon redest du? Ey! Scheiße! Das auf! Das auf! Das auf! Oh nein! Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! 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 Hey! Oh, ich ahne Furchtbares. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Oh nein. Ernsthaft? Ich kenne dieses Geräusch. War das nicht eins von diesen Dingern aus der letzten Folge? Aus eins der Kapitel vorher, das Schlachthaus, genau. Ja, die Frage ist jetzt, wo dieses Vieh ist. Oh, das ist gar keine Tür, verdammt. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Ich kann ja jetzt nicht schießen.
Gut, wenn ich eine normale Harpune hätte, könnte ich das machen. Ups, sorry, bin an das Mikro gestoßen. Komm noch mal um die Ecke. Ich wette, wenn ich jetzt rausgehe. Ah, da ist er ja. Ich wollte gerade sagen, ich wette, wenn ich jetzt rausgehe, kommt er. Ah, gut. Puh. Sehr gut, dass man nicht sieht, oder? Ich glaube, da hinten läuft einer. Ja, da läuft einer. Es ist scheiße, ich kann hier echt nicht ballern. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ah! Ja, das bringt mir auch nichts. Ich habe ja gar keine Muni. Ersticke ich hier gerade? Hi. Ich bin leicht überfordert. Ach, wie geil. Siehst mich nicht. Jetzt ist die Frage, wo geht's lang? Sehen Sie mich oder sehen Sie mich nicht? Ich mache mal das Licht an. Nein, doch. Ah, ich kann das Licht anmachen, gut. Der steht, glaube ich, vor mir, kann das sein?
Hihi. Ah, Leiter. Joseph. Joseph. Ja, wir sind diese Folge ja doch noch gut vorangekommen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Passt. Wer weiß, wie lange die Batterien noch mitmachen? Dann können wir ja gerade mal speichern. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich Aufgaben erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren. Aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Joseph sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, er ist in sie verschossen, vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Oh nein, sie ist wieder auf dem Weg. Ah! Wenn ich dir in den Kopf schießen darf, ja. Hat unser Freund da hinten noch was zu sagen? Hallo? Oh. So, Freunde, dann speichern wir mal. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Also, Freunde, bis dann und ciao.